Experiment zu starten. Oh, damit ein herzliches Hallo und willkommen bei Shazadi spielt X4 Foundations, die Wege Menschheit. Experiment durch, um diese Anlage innerhalb eines gegenwärtigen Sektors zu verlagern. Okay, okay, also ist die Forschung jetzt abgeschlossen somit. Und ja, ich war nämlich gerade damit beschäftigt, die Silikonkarbidmühle, die müssen wir noch ein bisschen pimpen. Und zwar, Silizium kommt zwar rein, aber ich habe nochmal, beziehungsweise ich könnte eigentlich noch einen, ich könnte noch einen bestellen, wartet. Ich habe einen, ja, hier noch ein Bolo bestellt und noch ein Baltrick. Aber wir kaufen noch einen Bolo. Und die tun wir jetzt noch dem der Silikonkarbidmühle hinzufügen, weil wo haben wir sie denn? Oh, die Copa gehört uns jetzt auch. Moment, da muss noch ein Strich davor. Wir haben auf einmal so viele Schiffe. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Aber ich will die auch nicht. Einzigste, was ich, glaube ich, eben verkauft habe, war dieses eine komische Schiff von dem Hattig war. Bolo, Mineralien. Hier, ein Baltrick. Der. Ra'em Simu, genau. Ra'em. Müssen wir uns ja auch mal wieder ein bisschen drum kümmern, dass das weitergeht. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Fan da, eigentlich von hier stundenlang mit der Wirtschaft beschäftigt zu sein, aber es gehört dazu. Ach so. So, Ra'em Simu Baldrick. Passt das jetzt? Gut, du. Du musst hier noch mithandeln. Kommt er jetzt hier hoch? Sehr schön. So, dann haben wir hier noch den Min-M-Silbolo. Zwei Stück. Genau. Das ist ein Mineralienbolo. Ja, eigentlich hätten wir alles das Bolo-Kammer. Aber ja. Min. Min M Silizium Bolo. Der arbeitet auch noch für den Kommandanten. Und dann haben wir das gleiche hier nochmal. Einen Min M Silizium Bolo. Und auch der schürft hier noch für Landen. Schiffe wir mittlerweile haben, ey. Wie krank das ist. Das ist ja alles nur noch grüne Punkte hier überall. So, weil ich habe vor, bei der Silikonkarbidmühle noch ein paar Silikonkarbid-Produktion dran zu bauen. Das sieht schon alles sehr cool aus hier. Nur eins, warte. Den.
Genau. So. Jetzt wird das fast so ein Dreieck, ne? Finde ich cool. Gut. Was brauchen wir? Weiß für alle Materialien. Oh, wir hatten da sogar noch Geldmittel. Na, guckt. Dann machen wir mal 8,5 Millionen. Bestätigen. Brauchen wir noch ein Konstruktionsschiff? Ups. Eins da? Okay. So. Gut. Damit hätten wir das schon mal. Hallo, Partner. Hi. Wohin sind Sie denn verschwunden? Ich komme. Ich habe auch noch anderes zu tun, als mich mit dir zu unterhalten, Dell. Oh, ist der Mann anstrengend. Hauptquartier. Undock-Erlaubnis erteilt. An alle männlichen Wesen da draußen, die keine Frau haben, werdet nicht wie Dell. Das macht's nicht besser. So. Weil Dell ist einfach anstrengend. Dell ist so das Gegenteil von dem, was Frau möchte. Ah ja. So. Sollten vielleicht mal ein bisschen langsamer unterwegs sein. Also die Chimäre, die würde ich mir gerne noch schön aufbauen, muss ich sagen. Die Waffen würde ich allerdings fast gerne behalten. So. Die fliegen wir dann noch mal irgendwo hin zum Aufbauen. Angedockt. Beziehungsweise, ja, wir müssen ja dann zu verschiedenen Stellen. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, danke. Magnetstein, Raumfliegeneier. Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich meine Katana? Ich habe sie gerade gefunden. Der Balltrick. Tethys. Weißt du was? Du kannst mal eben kurz hier Container einsammeln. Und dann wieder herkommen. Müssten wir auch mal machen. Mal kurz alle abspringen, weil ich weiß nicht, vielleicht, wir waren ziemlich lange beschäftigt. Ob da manche nicht irgendwelche, nee, nur die geometrische Eule. Mö. Dann gehen wir mal kurz dahin. Oh, es wird wieder mal gespeichert nach pünktlichen 8 Minuten. So kenne ich das von dem Spiel. Ach ja. Und ja, ich möchte auch noch das zweite Admin-Zentrum bauen. Aber wie gesagt, mein größtes Problem ist tatsächlich, dass ich mich weder mit Kriegsführung noch mit irgendwelchen Flotten und sowas auskenne. Erreiche System. Von daher weiß ich gar nicht, wie ich das überhaupt alles anpacken soll tatsächlich. Weil ich spiele ja jetzt hier einen wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr friedlichen Spielstand. Also anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Wenn ich so manche gehört habe, was da abgeht. Also bei mir ist ja irgendwie tatsächlich Friede, Freude, Eierkuchen. Die Lumme. Fertig mit dem, was sie tun sollte. Okay, aber hier hätte ich gerne noch... Hast du aufgestockt? Du hast aufgestockt. So. Die lassen uns ja hier auch in Ruhe, die Ziad. Wir dürfen nur nicht parken. Ne, was war denn das jetzt? Ach hier, das war Gambit mit Grips. Okay, das war die Kukurami.
Die Lumme ist natürlich die Frage, wenn wir hier... einen erweiterten Satellit setzen, ob der alles abdeckt. Das ist halt so eine Frage. Oder wisst ihr was? Entferne alle Aufträge. Wir setzen jetzt hier normalen hin. Setzen hier oben einen erweiterten hin. Hier ebenfalls einen erweiterten. Immer alles schön abdecken. So, hier oben haben wir dann eh nur noch kann die danach hierher fliegen? Nee, machen wir nicht. Dann die. War doch die Lumme, ne? Ja, genau. Dann soll die einfach erstmal hierher fliegen und parken. Weil dann haben wir hier oben die Sektoren, glaube ich, auch alle jetzt. Oh. Hier gibt es diese Station nicht mehr, die... Ja, kann passieren, ne? Muss die nicht eh hier durch? Nee. Und der Gambit... Der Gambit hat jetzt hier eigentlich alles echt gut versorgt. Alter Schwede, da oben ist ein riesiges Treiben, ne? Das sieht gut aus. Dann soll der Gambit hier mal aufsammeln und dann auch hierher. So, aber dann müssten wir ja hier oben diese Ecke, gibt es hier keine Verbindung? Also das hier jetzt noch so Sektoren lang gehen? Ich will gerade mal ganz kurz auf die Map gucken. Nee, tatsächlich nicht. 2, 2, 2. Gut. Nein, tatsächlich nicht. Weil dann müssten wir hier oben quasi fast alles abgedeckt haben, ne? Das. Hier sind wir auch fertig. Hier in den Himmel sind wir auch fertig. Ja, sieht gut aus. Jetzt das Untergang auch. Sag deinen Plasmaöffnungen auf Wiedersehen. Kann ich helfen? Gib mir nur mal kurz dein Inventar. Bin doch mal wieder weg, du machst das schon. Komm doch. Kämpft echt mit dem Kark. Gott. So. Erreiche System. Profitabler Handel. Etwas hat uns getroffen. Ja, du sollst fliehen. Weil du bist die geometrische Eule, dir darf nichts passieren, Fräulein. Also mach dich vom Acker. Ich weiß auch gar nicht, warum du dich auf den Kampf einlässt. Warum lässt die sich auf den Kampf ein? Ja, Modifikationen müssen wir irgendwie auch nochmal... Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt geht. Schiffsmasse minus zu minus 60... Oh. Komposit... 79, bitte 28. Bis zu zwei weitere versteckte Eigenschaften. Ja, da müssen wir uns auch immer mal drum kümmern. Aber ich habe im Moment gar kein Schiff, wo ich sagen würde, das fliege ich
immer oder oft, weil die Chimäre gefällt mir jetzt zum Beispiel auch sehr gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt erstmal ein bisschen mit der Chimäre unterwegs bin. Was kann ich eigentlich hier machen? Ich meine, ich weiß, hier habe ich die Sachen drinne. So, globale Befehle, genau. Bei Piratenüberfall fliehen. Polizeikontrolle. Globale Standort bei eigenem Ermessen machen wir erstmal nur fliehen. Mir ist mir, glaube ich, sicher. Wie sieht es eigentlich aus? Ja. Nopeleus Glück 3, okay. Okidoki. An alle Piloten, räumen Sie beim Verlassen der Station bitte umgehend den Bereich des Stationseinganges. Danke. Gas M01 eigentlich kann. Oh. Plutos. Einigkeit. An Wasser. Ach der. Oh. Weil da sollten wir auch immer mal nachgucken. Erz. Lithium. Wir haben jetzt hier gar keinen Wasserschiffer mehr, ne? Kein Plutos. Polo. Erz, Erz. Nö. Sollte man hier mal wieder einkaufen. Gas. Standard Gassammler. Dann hier haben wir ein Nividium Bolo. Der könnte, glaube ich, mal wieder. Schiff im Ja, heute Anflug. bin ich mal ein bisschen mehr Bunkerpersonal wieder in auf der Map Bereitschaft lagern. unterwegs. Aber muss auch mal wieder sein. Sperrliste eigener Verkauf. So. Der mal wieder für uns. Bisschen Nividium besorgt. Wo dümpelt der eigentlich rum? Da oben. Okay. Nividium. So, machen wir auch mal eigene Versorgung, der soll nur. Der soll uns beliefern, ja, ich hoffe, er macht es auch. 21.800 haben wir. Hier wird noch auf Smart Chips gewartet. Wie viel brauchen wir denn? 1.500. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Kinder stets bei sich zu behalten. Warum? Na. Smart Chips, die kommen gar nicht, ne? Sind auch gar nicht, ne, genau.
allen da mal 25 Millionen zu tätigen. Feldspulen haben wir jetzt über, die können glaube ich erstmal bleiben. Medium, Elektronikkomponenten haben wir jetzt nur noch 22. Kaufangebot steht keine Beschränkung, kein Verkauf. Okay. Ja, die Elektronikkomponentenfabrik, das ist immer noch was, was ich gerne in Angriff nehmen möchte irgendwann mal. Sehr geehrter Besucher, wir haben derzeit Schwankungen in unserem Energiesystem. Wir bitten Sie, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Na. Dass wir hier die jetzt so besorgen. Smart Chips. Baldwick. Wo haben wir denn die Smart Chips? Da. Ich meine, die kommen irgendwann, aber ich finde das immer mühsam, wenn das so ewig lange dauert. Da. Sollen wir alle. Ne, wir brauchen 1005. So. Und bringt die dann jetzt hierher. Oh. Dann müssten die. An alle Piloten. Räumen Sie beim Verlassen der Station bitte umgehend den Bereich des Stationseinganges. Danke. Warum werden die hier noch nicht verzeichnet als Einkauf? Na egal. Ich hoffe, der macht das jetzt. Ja, er düst los. Alles klar. Immerhin. So, dann haben wir nämlich auch fertig. Ach, der Wasserbolum ist jetzt auch. Ne? Der soll ruhig mal hier wieder weiter rumdümpeln. Plutos, das ist dann Gas M01. Gas M01. Das ist. Moment. Gas M01 Motor. So. Und er soll hier wo haben wir denn? Warte mal. Na. Ich kann keine Befehle mehr geben. Schiff im Anflug. Hangarpersonal in Bereitschaft bleiben. Wir haben vergessen, da Wasser dazu zu. Ja, ich brauche das für meine Ordnung. Genau. Jetzt macht er da hoffentlich was. Voll. Abdocken. Automatisches Bergbau. Frage ist nur, gibt es in dem Sektor überhaupt?
Ja, gibt Wasser. Gut, gut. So, da haben wir das nämlich auch wieder erledigt. Ja, gehen jetzt mal zu Dell. Hab ihn ja so nicht vermisst. Du kommst klar, Dell. Hi, Boso. Hallo auch. Hä? Warum wird jetzt gespeichert? Ich habe doch nur Hallo gesagt. Aber was ist eigentlich jetzt mit seiner... Ach so, vielleicht müssen wir die Mission aktivieren. Kann natürlich sein. Ich weiß gar nicht, wie wir haben... Genau, wir haben jetzt diese Mission da aktiv. Alles klar. Wir gucken mal. Ich würde gerne mit Boso reden erst. Dell machen wir dann vielleicht nächste Folge. Das automatische. So. Das. Vorbereiten. Wenn es der erste Versuch ist, werde ich die Reichweite auf diesen Sektor beschränken. Da dies der erste Versuch ist, werde ich die Reichweite auf diesen Sektor beschränken. Ich möchte Sie warnen, dass ich eine erhebliche Druckwelle erwarte, die zu weitreichender Zerstörung führen könnte. Ich schlage vor, Sie platzieren die Barke an einem unbewohnten Ort. Obwohl ich ein wenig neugierig bin, wie zerstörerisch diese Explosion wäre. Wenn Sie die Barke platziert haben, kommen Sie und reden Sie mit mir. Okay, das machen wir alles das nächste Mal. Wir sprechen das nächste Mal mit Dell und wir tun das nächste Mal die Navigationsbarke ausbringen, wo wir denn dann das Haku haben wollen. Da bin ich mega gespannt drauf und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs zahlreiche Zuschauen, Liken, Kommentieren. Habt eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.